Heute ist der 13. September. Wir sind also gerade in Vorbereitung und treffen. Der Rainer aus Bad Orb ist schon da, hilft uns hier fleißig. Der ist mit dem Motorrad gekommen. Hinten steht das. Ich komme jetzt aus Tschechien. Wie das der Hubert Schneider aus Dortmund. Da bin ich aber nicht losgefahren. Oh, warst aber spät dran. Wie lange bist du gefahren? 8 Stunden. Toll, Opa, das finde ich ganz toll. Du bist mein persönlicher Highlight-Gast. Was macht ihr hier? Wir haben aus Erikas Schlauch und Thomas Kompressor die. Ah, okay, ah, verstehe. Das war vom Kompressor. Tiga! Alles umsonst. Puff! Nee. Ah. Puff, hier hängt so ein Zapfen raus. Den ich hab dir doch extra gesagt! Ihr habt euch eingerichtet. Probe gelegen? Bitte? Habt ihr schon Probe gelegen? Nee. Nee, ja, bloß mal zu. Aber mach die nicht geschwarz. Okay, aber schon. Meine Güte. Das wird schon besser. Herrlich, das müsste ich erzählen, wie man dort auf die Konzentration. Meine Güte, ne? Ist ja verrückt. Ja, das haben die Leute uns mitgebracht, damit wir mal was haben, wenn schlechte Zeiten kommen. Wer denn? Unsere Nieschwitzer-Freunde, der Steffen, die Gisela, die Tina, die Sarah und die Kleine heißt und die Letizia. Das Schild gibt niemals auf, oder? Schön, oder? Ja, danke. Toll. Du bist die Schmelde der Sonne. Mit grauer Lied so broken. Halleluja. Halleluja. Oftmals reicht ein Mensch, um die Welt zum Leuchten zu bringen. Lieber Daniel, so ein Mensch bist du. Von ganzem Herzen alles Liebe und Gute für dich, lieber Daniel. Möge in deinem neuen Lebensjahr in Gesundheit alles das weiter in Erfüllung gehen, was du dir wünschst. Einen wunderschönen Tag und ganz liebe Grüße an alle deine Beate und deine Maya. Ja, also die weite Strecke. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Ja, die kennt er ja nicht. Hier, guck mal, den Händel kann man sogar als Seilhalter nutzen. Schön, dass ihr hier seid. Zack. Ruhe. Grüß dich. Hallo, Jens.